Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig leckeres Mittagsgericht. Das Rezept ist ausreichend für etwa 6 Personen, also 4 bis 6, je nachdem, was man da für gute Esser dabei hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Also für unser leckeres Gericht benötigen wir einmal 6 Hähnchenbrustfilets, die habe ich bereits schon gewaschen und die Sehnen entfernt. Dann benötigen wir noch hoch erhitzbares Bratenöl, außerdem noch einen Bund Basilikumblätter. Dann habe ich hier etwa 850 Gramm Cherrytomaten, die habe ich schon mal halbiert. Dann benötigen wir einen Teelöffel Oregano, einen Teelöffel Thymian, eine Prise Zucker, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, die habe ich schon mal fein gewürfelt. Dann habe ich da hinten 570 Gramm Milch. Außerdem benötigen wir noch, ich habe jetzt hier 70 Gramm geriebenen Parmesan, Salz, Pfeffer, 250 Gramm Sahne, einen Esslöffel Gemüsebrühe und in etwa 200 Gramm Schmelzkäse. Und bevor wir schon mal losstarten, als Beilage, also wir bereiten das Ganze quasi heute in der großen Ofenhexe hier vor. Das ist die große Auflaufform von Pampered Chef. Und als Beilage kann man jetzt entweder Kartoffelecken zum Beispiel mit drauf machen oder Kartoffelwürfel eher gesagt. Dann geht man nämlich auf Nummer sicher, dass das mit der Garzeit einhergeht. Da kann man dann quasi das Grundset benutzen, indem man den Zauberstein, also diesen Pizzastein, oben drauf tut. Oben die Kartoffel drauf und unten das Hähnchen hat. Ich habe mich heute für die Reisvariante entschieden und werde einfach, ich habe nämlich jetzt am besten vorher immer schon mal gucken, ob beides in eurem Backofen reinpasst. Ich werde nämlich die Ofenhexe mit der Lilly reinstellen und in der Lilly einfach Reis zubereiten. Und da könnt ihr euch einfach quasi die Variation aussuchen, die euch am leckersten schmeckt. Als erstes nehmen wir jetzt unsere Pfanne, geben da hitzebeständiges Öl an, denn wir wollen die Hähnchenbrüste scharf anbraten und da ist es wichtig, dass euer Öl auch wirklich hitzebeständig ist. Da verwende ich wie immer dieses von Alnatura und wichtig ist, dass ihr eine gute Pfanne benutzt und da benutze ich jetzt hier die große Bratpfanne von uns von Pampered Chef. Die eignet sich dafür perfekt. Wichtig ist nur, dass man die nicht leer vorheizt, sondern immer mit Öl und ja, dann braten wir die Hähnchenbrustfilets einfach auf hoher Hitze scharf an. Und nur kurz, also nur, dass sie eine schöne Bräune kriegen. Und dann tun wir die direkt in die Ofenhexe rein. Setzen wir auch direkt das Höschen an nach dem Anbraten, denn jetzt haben wir die schönen Röstaromen von dem Hähnchenbrust drin. Und jetzt geben wir nochmal, wenn das Öl nicht ausreicht, nochmal ein bisschen Öl in die Pfanne und rösten die Zwiebeln mit dem Knobi zusammen an. Und kurz bevor die Zwiebelchen jetzt fertig sind, geben wir nochmal so eine gute Prise Zucker drüber, lassen das Ganze ankaramellisieren. Und dann löschen wir das Ganze ganz vorsichtig mit entweder Weißwein, also ihr könnt euch jetzt noch Weißwein hinzunehmen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr für die ganze Familie kocht und Kinder dabei sind, dann reicht es auch vollkommen aus, wenn ihr einfach die Sahne oder die Milch benutzt. Also ich werde jetzt hier die Sahne benutzen und das immer nur ein bisschen so tröpfchenweise reingeben, dann zischt das so ein bisschen auf und dadurch löst sich der komplette Bratenansatz. Jetzt gießen wir das Ganze noch mit der Milch auf, geben dann die restlichen Gewürze hinzu und lassen die Soße richtig schön einköcheln für etwa 10 bis 20 Minuten, bis ihr das Gefühl habt, dass genügend Flüssigkeit verdunstet ist und die Soße ein bisschen cremiger geworden ist. Jetzt geben
wir noch den restlichen Käse hinzu, also den Schmelzkäse und den geriebenen Parmesan, rühren das Ganze ein und schauen, ob uns die Konsistenz der Soße gefällt. Falls es noch zu flüssig sein sollte, dann kann man da auch noch einen Esslöffel Mehl reinsieben und direkt rühren, damit nichts verklumpt oder Soßenbinder rein oder ja, Soßenbinder hineinfügen. So, und währenddessen unser Süßchen jetzt noch einköchelt, geben wir schon mal die Tomatenhälften zu den Hähnchenbrüsten, würzen das Ganze noch mit den frischen Basilikumblättchen, die zupfe ich einfach mit der Hand da rein und gebe vielleicht noch ein bisschen Thymian oder Oregano, also ungefähr einen Teelöffel Thymian und einen Teelöffel Oregano hinzu. Außerdem kann ich jetzt schon mal, währenddessen die Soße noch fertig köchelt, den Reis vorbereiten. Den Backofen habe ich dafür schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und ich bereite das Ganze, wie gesagt, schon hier in der Lilli zu. Das ist der kleine, also meine kleine Brotform sozusagen. Und in die Lilli geben wir einfach nur eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Dann würze ich das Ganze mit Salz. Wer mag, kann da auch Gemüsebrühe verwenden oder so den Reis zubereiten, wie er das gerne mag, mit anderen Gewürzen oder Tiefkühlerbsen oder sowas. Also da könnt ihr euch austoben, so wie es euch am liebsten schmeckt. Ich lasse den Reis jetzt aber neutral, weil die Soße und der Rest schon würzig genug ist. Und dann braucht der Reis in etwa 40 Minuten. Denn deswegen stelle ich dann quasi kurz bevor der Rest fertig ist, die Lilli schon mal rein, stelle den Timer auf 5 Minuten und dann weiß ich, dass ich dann die Ofenhexe hinzufügen kann und stelle es dann für weitere 35 Minuten in den Backofen und dann ist quasi alles zusammen fertig. Jetzt gießen wir die Soße noch in die Ofenhexe über unsere Hähnchenbrustfilets und Tomatenhälftchen und schauen einfach nur, dass alles schön bedeckt ist, also schön gleichmäßig drüber gießen und dann wandert die Ofenhexe zur Lilli und dann stellen wir den Backofen, wie gesagt, auf weitere 35 Minuten ein und dann denke ich, ist es auch schon fertig. Also ich finde, das ist alles in allem ein richtig, richtig gutes Sommergericht. Vor allen Dingen, wenn man noch Tomaten aus dem eigenen Garten hat. Ich glaube, dann schmeckt das wirklich absolut fantastisch. Aber ich habe jetzt leider auch welche aus dem Geschäft. Denn die Tomaten, die ich auf dem Balkon habe, die sind dafür nicht ausreichend. Die sind eher so zum Snacken. Und ja, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es vor allen Dingen aus. Das verlinke ich euch wie immer auf meinem Blog unten in der Infobox. Genauso wie alle Artikel, die ich benutzt habe, die findet ihr dann auch in meinem Shop. Den verlinke ich euch auch, wenn ihr da gucken wollt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag, wenn wieder Cruisel Time ist. Tschüss!